So, wir reden heute über folgende Platten. Und zwar über das lang erwartete zweite Album der Band The Killers, und zwar Sam's Town, das nach Hot Fuzz in große Fußstapfen zu treten hat. Wir reden über die Singer-Songwriterin Regina Spektor mit ihrem zweiten Album Begin to Hope. Und wir reden über die Kajal-Rocker My Chemical Romance mit ihrem mittlerweile dritten Album The Black Parade. Und damit wir nicht nur zu dritt reden müssen, haben wir weder Kosten und Mühen gescheut und haben eine Ikone des Deutschpunks zu uns eingeladen. Und zwar ist das Herr Klaus Lühr. Die meisten werden Klaus lieben und verehren in seiner Funktion als Sänger von den Chefdenkern. Aber vielleicht werden noch nicht alle Klaus kennen. Deswegen schauen wir uns jetzt ein kleines Porträt an, was wir für euch zusammengestellt haben.